Balduin von Ibelin war ein führender Adliger des Königreichs Zypern aus dem Haus Ibelin. Er war ein Sohn des Guido von Ibelin, Marschall und Connetable von Zypern und der Philippa Barley. Balduin amtierte als Connetable von Zypern. 1277 wurde sein jüngerer Bruder, Johann, in Nikosia von Nikolaus Lallemann ermordet, als Vergeltung tötete Balduin darauf den Mörder. Die Hintergründe zu dieser blutigen Familienfehde, Lallemann war mit einer Ibelin verheiratet, blieben in den Überlieferungen ungenannt. Im August 1286 wurde Balduin von seinem Neffen, König Heinrich II. Von Zypern Jerusalem in Akkon als Bailli des Königreichs Jerusalem eingesetzt, nachdem dort die Herrschaft der Anjou beendet wurde. Danach wird nicht mehr über ihn berichtet, weshalb sein genaues Sterbedatum unbekannt bleibt. König Heinrich setzte erst 1289 seinen Bruder Amalrich als Stellvertreter in Akkon ein.